Scheiß. Wir wollen wirklich über den Preis unsere Produktion sichern und unsere Leute bezahlen können, vernünftig bezahlen können vor allem auch. Und nicht einfach nur warten, was sich denn die Molkerei für uns für einen Preis überlegt, nachdem sie ihre Verhandlungen mit dem mit der Lebensmittelbranche getätigt hat, dann ihre eigenen Kosten abgezogen hat, dann auch noch möglichst ihren Gewinn abgezogen hat und uns den Rest dann praktisch übrig lässt. Die Zeit muss unbedingt vorbei sein. Unser Ziel ist es, dass es eine Art Monitoringstelle geben muss auf EU-Ebene und dass diese Monitoringstelle ermittelt die Milchmenge und den Milchpreis. Es soll ein Preiskorridor gefunden werden und wenn der Milchpreis sich in diesem Korridor befindet, ist alles okay, sagen wir mal so. Aber wenn der Milchpreis unter einem bestimmten Wert sinkt, dann muss eben die Menge reguliert werden.